doch schon die ganze Woche Kickball gespielt. Wie wär's mit Foursquare? Nur zu deiner Erinnerung. Wir haben mit Kickball angefangen, um mit dem langweiligen Foursquare aufzuhören. Irgendwie ist das immer dasselbe. Uns muss endlich mal was anderes einfallen. Freunde, ihr wollt etwas anderes? Dann lasst uns eins von diesen Dingern hier bestellen. Das Johnny Manta Ray original echte Zwei-Personen-U-Boot. Oh, wow. 19,99 zuzüglich Porto und Verpackung? Ich weiß, Gas, billig ist es nicht, aber es ist unser Ticket zu allen möglichen Unterwasserabenteuern. Jedes Kind hätte gern so ein tolles U-Boot. Das wär's doch. Dann können wir nach versunkenen Schätzen suchen. Ich will mir diese Riesenkrabben ansehen, die im Dunkeln leuchten. Es hat sicher auch Torpedos an Bord. Ich will eure Illusion nicht zerstören, aber wie scheint, haben wir in unserer Begeisterung das Kleingedruckte überlesen. Nicht geeignet für den Einsatz unter Wasser. Oh, nein, das ist nicht wahr. Das wär's dann mit unseren Kinderträumen. Warte doch, es gibt noch einen Kindheitstraum, den wir nicht ausprobiert haben. Ja, ich weiß, jeder von uns schreibt sein schönstes Liebesgedicht. Es kommt noch besser. Was haltet ihr davon, wenn wir uns unser eigenes vorbauen? Ein Vor, das ist auch poetisch. Und in diesem Vor schreiben wir alle ein Liebesgedicht. Voller Stolz auf dieses Bauwerk, das durch unsere Hände Arbeit erschaffen wurde. Ich taufe dich auf den Namen Fort Chandler. Ich muss sagen, in so einem Fort zu wohnen hat's in sich. Dieses Teil hier zu bauen war die beste Idee, die wir je gehabt haben. Ich finde, seine Pause hier im Fort zu verbringen ist echt cool. Mein Leben hat sich völlig geändert. Ich meine, selbst wenn ich dieselben Sachen wie früher mache, ist das so, als wären es nicht dieselben Sachen, die ich früher mal gemacht habe. Ich bin der gleichen Meinung, Vince, glaube ich. Hier oben durchdringen mich poetische Strahlen, die meine Kreativität ins Unermessliche wachsen lassen. Da wir es auf einem Hügel gebaut haben, dringen auch keine Feinde unbemerkt in unser Fort. Wir sehen alles. Fort Chandler ist genau das, was wir brauchten. Es gehört uns für immer und ewig. Fort Chandler, wir kommen! Wer als Letzter am Vor ist, muss einen ausgeben! Ja! Oh Mann, immer muss ich einen ausgeben. Mach dir nichts draus, Gas. Wenn du erstmal im Fort Chandler bist, ist alles ganz anders. Wenn ich das hier aufkriege. So wie es aussieht, haben wir Besuch bekommen. Oh nein, Lawson. Lawson, du hast in unserem Fort nichts verloren. Fort Chandler gehört uns, also verschwinde und lass uns rein. Was war das? Fort Chandler? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das hier ist nämlich Fort. So ein Mist. Erst reißt sich dieser Lawson unser neues Fort unter den Nagel und dann gibt er ihm auch noch den blödesten Namen auf der ganzen Welt. Jetzt ist Schluss mit dem Unsinn. Mach das Tor auf und gib uns unser Fort zurück. Schon gut, du kriegst etwas zurück, Detweiler. Oder soll ich sagen, Nassweiler? Was ist los, Nassweiler? Bist du etwa wasserscheu? Wer ist denn noch bei dir da oben, Lawson? Ja, zeigt euch, ihr Feiglinge! Na gut, Jungs, kommt her und heißt unsere zukünftigen Besucher auf unserem Fort willkommen. Geht alle sofort in Deckung! Wir werden von unserem eigenen Fort angegriffen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Irgendwie müssen wir sie da vertreiben. Aber wie? Ich weiß da was. Mein Onkel fährt eine riesengroße Planierraupe. Aber dann würde er unser Fort zerstören. Ich finde, wir sollten diesen Vorfall in die Schülerzeitung setzen und dafür sorgen, dass Lawson hier nicht mehr gegrüßt wird. Bis so ein Artikel draußen ist, dauert es Tage. Wir gehen zu King Bob und zwar sofort. Und während des Unterrichts sind Lawson und seine Freunde von Fünftklässern heimlich in unser Fort eingedrungen und haben es besetzt. Die Sachlage in diesem Fall ist kristallklar. Hier wurde Unrecht begangen. Das war ein beeindruckendes Plädoyer. Noch dazu gefiel mir die Demonstration mit diesen kleinen Plastikastronauten. Trotzdem, das Gesetz des Schulhofs widerspricht deinem Anspruch. Ja. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Doch, es ist mein voller Ernst. Ich glaube, der Fachbegriff dafür lautet, wer es findet, darf es behalten. Wer es findet, darf es behalten? Aber so etwas ist gemein. Kann sein, aber es ist meine Entscheidung. Schergen, auf zum Spielplatz. Mir steht der Sinn nach einer Runde Astronauten versenken. Mein Vertrauen in das Rechtswesen unseres Schulhofs ist erheblich erschüttert. Dann müssen wir etwas unternehmen. Freunde, wir müssen unser Fort Chandler zurückerobern. Und das mit Gewalt, wenn es sein muss. Ja! Ja! Solange wir hier an der Wand stehen, können sie uns mit dem Wasserballon sich treffen. Wir sind so gut wie drin. Ja! Ja! Und was jetzt, TJ? Und jetzt werdet ihr von hinten nass. Ja!
Diese Fensterläden kamen mir so praktisch vor, als wir sie eingebaut haben. Oh Mann, dieses Ding ist einfach uneinnehmbar. Diese Aggression muss sofort aufhören. Irgendeiner muss ihnen das Unrecht ihres Handelns vernünftig erklären. Nein, nicht doch, Mikey. Oh Lawson, uns gemeinsam gehört die Sonne, uns gehört der Regen. Und gemeinsam haben wir Freude am Spiel und den Tollereien auf dem Schulhof. Mach das Tor auf, sodass wir am Fort gemeinsam unsere Freude haben. Im Namen der Menschlichkeit appelliere ich an dein Herz. Wie lautet deine Antwort? Wir brauchen einen anderen Plan. Irgendwas Heimtückisches. Das nenne ich Leben. Man rührt keinen Finger. Trotzdem hat man das Gefühl, als ob man etwas tut. Achtung, Achtung. Dies ist eine Durchsage für Lawson und seine Freunde. Sie möchten umgehend ins Sekretariat kommen. Umgehend? Dann sollten wir uns besser beeilen. Wartet mal, Leute. Man soll nichts überstürzen. Eure Mütter sind hier und wollen euch sprechen. Euch alle. Lasst sie bitte nicht warten. Sie haben euch Bratwürstchen und gegrillte Käsesandwiches mitgebracht. Gerade haben sie mir welche angeboten. Es schmeckt unheimlich gut. Möchtet ihr nicht auch etwas davon haben? Gegrillter Käse! Eure Mütter sehnen sich nach euch. Kommt und nehmt sie in den Arm. Sie würden sich so sehr darüber freuen. Und jetzt spiele ich noch ein Lied für euch. Kennt ihr das hier? Ich muss da sofort hin. Ich auch. Meine Mami wartet auf mich. Gegrillte Käsesandwiches. Nein, warte, das ist ein Trick, glaubt es mir. Jocko, deine Mutter fährt doch heute mit ihrem LKW durch die Gegend und Basta, deine Mutter arbeitet den ganzen Tag im Schuhgeschäft. Die sind unmöglich im Sekretariat. Hey, TJ, das Stück ist zu Ende. Soll ich die Platte umdrehen? TJ Spinelli, wieso seht ihr plötzlich so sauer aus? Euer toller Plan, Lawson aus dem Fort zu locken, funktioniert doch prima. Entschuldigt, dass ich das alles vermasselt habe. Schon gut, Gus. Es ist eben passiert. Freunde, das ist beknattert. Wir haben es mit King Bob probiert. Wir haben versucht, das Fort zu stürmen. Wir haben sogar psychologische Kriegsführung ausprobiert. Es hat einfach nicht funktioniert. Vielleicht sollten wir es aufgeben. Einfach aufgeben. Nichts da, ich gebe nicht auf. Naja, ich finde, aufzugeben wäre jetzt genau das Richtige. Hä? Lawson liebt doch nichts mehr als zu gewinnen, richtig? Also für mich hat er noch nie gewonnen. Wir sollten ihm genau das Gefühl vermitteln. Nehmen wir ein Beispiel aus der Geschichte. Homer berichtet, dass die Griechen sich eines Tricks bedienten, um ihre 10-jährige Belagerung der antiken Stadt Troja zu beenden. Sie gaben angeblich auf und als Abschiedsgeschenk ließen sie dann das trojanische Pferd zurück. Verstehe, und dieses Pferd hat dann die Stadtmauer eingetreten. Naja, nicht ganz. Ein fleischfressendes Pferd? Nein, Gus, es war nur aus Holz, das wirst du gleich noch verstehen. Im Augenblick genügt es zu wissen, dass wir ein Geschenk brauchen, eine Trophäe. Und das muss etwas sein, dem nicht einmal Lawson widerstehen kann. Und ich glaube, ich weiß da auch schon was. Alarm! Alarm! Feind im Anmarsch! Hey, bleibt gefälligst stehen. Hört ihr, was habt ihr eigentlich hier zu suchen? Hör zu, Lawson, wir wollen uns ergeben. Gegen deine Tricks und deine überlegene Scharfsinnigkeit kommen wir nicht mehr an. Du kannst vorbehalten. Augenblick mal, ich hab da noch eine Frage. Wo sind Detweiler, Spinelli und LaSalle? Die sind hinter der Schulhofmauer und heulen. Na, das hört man doch gerne. Entschuldige, dass wir deinen Anspruch auf das Fort überhaupt erst in Frage gestellt haben. Nimm bitte unser bescheidenes Friedensangebot entgegen. Ein kleines Geschenk für dich und deine Freunde. Ein Mini-U-Boot. Jeder Junge träumt davon, mal ein eigenes U-Boot zu besitzen. Hey, heißt es nicht, traue keinem Streber, der dir was schenken will? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Dieses U-Boot ist unser Ticket zur Unterwasserwelt. Und jetzt mach das Tor auf und holt es rein. Ist das nicht klasse, Leute? Vorvor gehört jetzt endgültig uns, genauso wie dieses U-Boot. Ich taufe dich hiermit auf den Namen SS U-Boot. Und wir taufen dich auf den Namen größter Blödian aller Zeiten. Ja! Ah! Lauft um euer Leben! Ah! Ja! Ja! Lawson und seine Freunde hatten einen ganz schön abgehetzten Gesichtsausdruck. Ich wusste gar nicht, dass sie so schnell rennen können, wie die Wiese. Unser Fort wieder einzunehmen war die tollste Sache in der ganzen Geschichte des Schulhofs. Du sagst es, Gus. Ja, du sagst es. Und was machen wir jetzt? Ich nehme an, dass wir alle wieder im Fort Tender rumsitzen werden. Das wäre das Einfachste. Aber würde es uns auch Spaß machen? Das Ding zu bauen und dann wieder zurückzuerobern, hat mehr Spaß gemacht, als nur drin zu sitzen. Ich glaube, so etwas nennt man Herausforderung. Denkt ihr, was ich denke? Na dann los! Hey, Lawson! Was willst du, Detweiler? Ihr seid doch jetzt die Gewinner! Wetten, dass ihr es nicht schafft, dieses Fort wieder einzunehmen? Naja, Detweiler, das werden wir noch sehen. Ja! Sechs Schüler,
die eine seltsame Entdeckung machen. Irgendwas geht hier in der Schule vor sich, ich schwör's. Ein Direktor, der plötzlich verschwindet. Das klingt nach einem verzweifelten Hilfeschrei. Und zwei Polizisten, die nichts davon glauben. Ihr sagt, in eurer Schule steht eine riesige Laserkanone? Ja, das stimmt. Ihr habt sie euch verdient. Die längste große Pause. Wir brauchen Verstärkung. Disneys Erfolgsserie. Jetzt als Spielfilm. Fertig machen zum Angriff. Schnappt sie euch! Disneys große Pause. Die geheime Mission. Heute, 14 Uhr. Im Disney Channel. Ist ja Wahnsinn. Eins von diesen beiden Dingern hat sich gerade geteilt. Jetzt hat er doppelte Angriffsstärke. Entschuldige, TJ, darf ich die Dinger auch mal sehen? Augenblick, Mikey, lass mich die noch angucken. Der Lebenszyklus einer gemeinen Bakterie. Ich weiß noch ganz genau, wie ich meinen ersten Einzeller gesehen habe. Cool, so eine Bakterie ist echt stark. Entschuldige, TJ, ich würde jetzt auch gern mal einen Blick auf diese Dinger werfen. Ja, ja, nicht drängeln, mein Dicker. Ich bin gleich... Ne? Fertig. Das ist wirklich nett, TJ. Wow, die sehen richtig gut aus. Wie kleine Luftballons, die vom Wind liebkost werden. Willst du auch mal einen Blick in ihre Welt werfen, Gretchen? Durch so ein einfaches Schulmikroskop? Nein, danke, Mikey. Ich kenne mich mit Bazillen ganz gut aus. Sagtest du Bazillen? Ich hab gedacht, TJ meinte, das sind Bakterien. Das stimmt auch, Gus. Bazillen und Bakterien sind ein und dasselbe. So ist das nun mal. Tut mir leid. Ach ja? Beruhige dich, Gast. Die Dinger sind völlig harmlos. Harmlos? Du guckst wohl gar kein Fernsehen mehr. Bazillen sind nicht harmlos. Es sind kleine Viecher, die Zahnfäule und andere Krankheiten verursachen. Du hast sicher diese spannende Sondersendung über Mikroorganismen auf dem Wissenschaftskanal gesehen. Nein, aber ich kenne die Mundwasserwerbung. Ich glaube kaum, dass diese Dinger hier irgendjemandem was tun. Sie stecken zwischen zwei Objektträgern. Ja, das stimmt. Ich nehme an, solange sie da drin eingesperrt sind, kann uns nichts passieren. Eingesperrt? Keine Angst, meine kleinen Freunde, ich werde euch befreien. Bist du jetzt vollkommen durchgedreht? Lass diese Viecher bloß nicht auf uns los! Aber diese Bazillen sind doch Lebewesen, Gus. Sie haben dasselbe Recht, herumzutollen und zu spielen wie du und ich. Wage es nicht, sie in meiner Gegenwart fallen zu lassen! Es gibt keinen Grund, sich wegen ein paar Bazillen auf dem Objektträger Sorgen zu machen. Es ist nämlich so, wir sind ständig von Milliarden Bazillen umgeben. Ständig? Gretchen, das bringt doch nichts. Jetzt, in diesem Augenblick, befinden sich auf deiner Haut unzählige Bazillen. Was? Auf meiner Haut? Ich weiß nicht, warum Gus so etwas tut. Er ist bestimmt nach Hause gerannt. Diese Bazillen haben ihn echt fertig gemacht. Meine kleinen Freunde würden doch niemandem etwas tun. Ich habe ihnen niedliche Namen gegeben. Du bist Hattie, du bist Cecile und du bist Joshua. Und du bist bescheuert. Ich glaube, mir fällt da was ein. Entschuldigt mich, meine Damen. Oh, ich muss mich sauber machen. Ich muss mich sauber machen. Ich glaube, unser Gast braucht noch eine Weile, um seine schreckliche Bazillenangst zu überwinden. Wer hat Lust auf eine Runde Basketball? Ich würde ganz gerne. Ich bin dabei. Ich auch. Nein, danke, TJ. Ich habe meinen drei kleinen Freunden versprochen, dass ich sie jetzt auf dem Schulhof rumführe. Vielleicht fangen wir bei der Rutsche an. Ich glaube, dass Gus hier nicht der Einzige ist, der eine Macke hat, was Bazillen angeht. Wo steckt Gus überhaupt? Hallo, Leute! Gus, bist du das? Was hast du für komische Klamotten an? Das ist ein keimdichter Schutzanzug. Solange ich den trage, bin ich vollkommen vor jeder Art von Bazillen geschützt. Findest du nicht, Gus, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, Bazillen kann man doch nicht sehen. Darum geht es ja gerade. Die können doch überall sein. Hast du eine Ahnung, wer diesen Wald schon mal angefasst, wer da schon alles raufgehustet hat oder Schlimmeres? Hier, Vince, fang. Freunde, erlaubt mir, ein paar kleine Missverständnisse klarzustellen. Es gibt keine Veranlassung, um... Tee! Entschuldigung, was ich sagen wollte... Tee! Tee! Einen Moment, ich glaube, ich muss zur Schulkrankenschwester. Ich fühle mich plötzlich so komisch. Seht ihr? Die gemeinen Bazillen haben Gretchen erwischt. Hör auf, vergiss diesen ganzen Bazillenquatsch. Zieh deinen Raumanzug aus und spiel mit uns Basketball. Das geht nicht, TJ. Ich werde nicht eher ruhen, bis all meine Schüler von diesen heimtückischen Bazillen nicht mehr bedroht werden. Entschuldigt mich bitte. Ich muss mal eben die Welt retten. Also, ich sag als ob und sie meint total. Meine Damen, ich möchte mich mit euch über Bazillen unterhalten. Ih, du bist eine Bazille! Kommt, ihr Ashleys, lasst uns verschwinden! Ah! Was ist los mit dir, Gus? Hast du Probleme, deine fürchterliche Botschaft unter die Leute zu bringen? Ganz genau, die versuchen alle vor dem Problem die Augen zu verschließen. Du brauchst eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel ein Fotokopiergerät. Wo kriege ich denn sowas her? Ich glaube, ich habe Zugang zu so etwas. Dafür will ich auch so einen schicken Anzug haben. 22 Inch schmal, wenn du sowas hast. Hier, bitte, Menlo. 22 in schmal. Sauber und gebügelt im Gegensatz zu den Bazillen. Hier, das ist eine überzeugende Art, unsere Botschaft den Ungläubigen zu vermitteln. Boah, Igitt, was soll das denn sein? Das war mal ein Zeh von einem Jungen, bis die Bazillen darüber herfielen. Eins sage ich dir, wenn die auf dem Schulhof dieses Bild sehen könnten, dann wüssten die ganz genau, wovon ich rede. So ist es, komm mal mit.
Drück auf den Knopfgas und deine Träume werden wahr. Aufgewacht, liebe Mitschüler, unter uns befindet sich eine unsichtbare Gefahr. Damit meine ich Bazillen. Gretchen Grundler ist Ihnen bereits zum Opfer gefallen. Und ich frage euch, wenn unsere beste und intelligenteste Schülerin nicht vor Ihnen geschützt ist, wer dann? Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz. Ein Paar für 5 Comics. Holt sie euch. Zurzeit sind sie noch steril. Wir müssen was unternehmen, solange es noch nicht zu spät ist. Wir müssen die Bazillen aus unseren Klassenräumen, von unserem Schulhof und von unseren Spielgeräten entfernen. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich fange an das zu glauben, was Gus sagt. Habt ihr das Foto gesehen, das er aus dem Internet runtergeladen hat? Ekelhaft. Ich schlage vor, wir machen diese Bazillen alle platt. Entschuldige, Spinelli, es ist an der Zeit, dass jemand seine Stimme für die Sprachlosen erhebt. Wenn diese Bazillen erstmal ausgelöscht sind, dann werden wir hier eine traumhafte Schulzeit verbringen. Habt ihr gehört? Wir werden unsere Träume ausleben. Träume ausleben, unsere Träume ausleben. Liebe Mitschüler, ich möchte nur ein paar Worte an euch richten, und zwar im Namen unserer winzigen kleinen Freunde, den Bazillen. Hat er gerade gesagt, die Bazillen wären unsere Freunde? Verschwinde von der Bühne, du linke Bazille. Auch ihr würdet die Bazillen mögen, würdet ihr sie nur kennen. Ich meine, was haben sie euch denn getan? Frag doch, Gretchen Grundler. Ach, warte, die ist ja gar nicht da, die ist ja krank. Die ist ja krank. Warte, ihr macht alle einen furchtbaren Fehler. Liebe Freunde, vergesst alles, was dieser Junge gesagt hat. Und denkt daran, dass unsere wahren Feinde diese gemeinen, fiesen Bazillen sind. Nieder mit den Bazillen, nieder mit den Bazillen, nieder mit den Bazillen, nieder mit den Bazillen. Welch ein Anblick, da geht einem das Herz auf. Ah, woher wissen wir eigentlich, wann diese Bazillen endlich weg sind? Das ist doch ganz einfach, Vince. Das wissen wir, wenn, ich habe keine Ahnung. Der Eingabe, die ich im Rathaus eingereicht habe, ist stattgegeben worden. Bald treffen hier Tankwagen mit Desinfektionsflüssigkeit ein. Die Operation Bazillenfrei läuft. Erst desinfizieren wir den verseuchten Schulhof unserer Schule hier und dann desinfizieren wir die ganze Welt. Alle Schüler müssen das Schulgelände sofort verlassen. Die Desinfektionsmaßnahme kann erst beginnen, wenn das Gelände geräumt ist. Sir, was Sie da machen, ist ja unheimlich cool. Aber wann dürfen wir wieder auf unserem Schulhof spielen? Nach den Vorschriften 3 Tage. Diese Lösung ist auf Kleidung und unbedeckter Haut ätzend. Hört bloß auf, euch zu beschweren. Wenn das gemacht werden muss, dann muss es eben gemacht werden. Ich muss was unternehmen, jetzt oder nie. Hupen Sie ruhig so viel Sie wollen, ich höre nur auf mein Herz. Hey, warum geht das nicht weiter? Warum fangt ihr nicht an zu sprühen? Ach so, ich Kleiner, das ist zwar eine bescheuerte Vorschrift, aber wir dürfen erst sprühen, wenn das Gelände geräumt ist. Der schon wieder. Mikey, du hältst hier die ganze Desinfiziererei auf. Geh auf den Weg. Wie hat schon der unsterbliche Mahatma Gandhi gesagt, zwing mich doch. Ah, Mikey, du kannst da nicht ewig sitzen bleiben. Ich lasse meine Bazillenfreunde nie im Stich. Hab ich nicht recht, Herr T, Cecile und Joshua und all die anderen, in die ihr euch inzwischen geteilt habt? Das sieht wirklich bescheuert aus, wenn du dich mit diesen Glasscheiben da unterhältst. Glaubst du, dass du in diesem beknackten Plastikanzug besonders geistreich aussiehst? Gib mir diese Bazillen, Mikey. Nein! Sieh dir an, was du getan hast, Hattie, Cecile, Joshua, sag doch was, bitte! Entschuldige, Mikey, das habe ich nicht gewollt. Ich meine, ich... Das ist doch genau das, was du vorgehabt hast. Aber warum? Bloß weil die Bazillen kleiner sind als du? Das ist doch wirklich kein Grund, sie tot zu machen. Überleg doch mal, ich bin auch viel größer als du. Soll ich dich deswegen tot machen? Oh, bist du irre? Ich könnte mir Schnupfen einfangen oder vielleicht Malaria. Gib mir meine Haube zurück, das ist dir gefährlich. Nur wenn dein Desinfektionskommando verschwindet. Niemals. Gretchen, du bist ja noch am Leben. Gott sei Dank, du bist hier. Gus ist völlig übergeschnappt. Er versucht, unsere Bakterien zu töten. Sag ihm, dass er damit aufhören soll. Nein, sag ihm, dass du von den Bazillen krank geworden bist und wir dringend die Welt desinfizieren müssen. Also, was ich sagen möchte, ist, dass ihr beide euch absolut albern aufführt. Oh.